Guten Abend, Männers und Mädels. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hier beim Hillbilly auf dem Kanal. Heute wieder was Nettes aus Italien. Maniago von der Firma Lion Steel. Die machen ja in letzter Zeit so richtig Furore, ne? Zuerst das Lion SR1 in groß und klein. Dieses T-Spy, dieses tolle Designstück, ne? Dann die neue Serie, die sie gerade für Pullforce bauen. Ne? Und dann haben sie aus dem M2 eine größere, coolere Bushcrafter-Version aufgelegt. Und zwar das M3. Hier mit der Abkürzung UL. Das ist das Modell mit dem Olivenholz. Kommt in dieser lustigen, mit Logos übersäten Lion-Steel-Schachtel. Aber kommt total ausreichend. Da haben wir schon das schöne Stück. Da ist noch ein Zettelchen dabei. Was ist denn das? Okay, Garantiekarte. Ne? Ja, da sind ihre Stahlsorten aufgeschlüsselt. Okidoki. Ab in die große Kiste. Und hier haben wir das schöne Stück. Die Lederscheide gleich wie bei den M2 Modellen vom Design her halt. Genäht wahrscheinlich eine Nummer größer. Die Nylonscheide vom M2 damals war eine Katastrophe. Es war ein fürchterliches Teil. Da habe ich mir dann auch die Lederscheide dazu bestellt. Habe ich diesmal gedacht, ach, ich habe schon so viele Messer mit G10 Griffschalen gehabt. Nehmen wir das doch mal mit den Olivenholz Griffschalen, weil das ist ein ganz tolles, helles, angenehmes, weiches, warmes Holz. Und die sind so schön 3D gefräst. Und da gibt es anstatt dieser militärisch wirkenden großen Nylon-Scheide eine schön hochsitzende Lederstickscheide aus recht ansprechendem Braunleder. Nichts Weltbewegendes, aber robust verarbeitet. Und vor allem im Vergleich zu dem anderen kein Druckknopf, wo vorne über die Schneide fährt, ne? Sondern schön. Man säbelt sich hier höchstens irgendwann mal diesen Gott hier durch. Und am Anfang ist sie eh immer noch ein bisschen eng, muss ich noch ein bisschen einlaufen. Ne? Aber sitzt absolut. Da wackelt gar nichts. Hört ihr das? Klasse, ne? Einfach, aber funktionell. Schön Druckkopf, genietet, genäht, fertig. So, da haben wir das schöne Stück. Richtig hohe Klinge, von der Form eigentlich genau gleich wie bei den SR1 Taschenmesser. Ne? Bekannte Klinggeometrie, warum bewährtes neu machen. Schöner Fishtail-Griff, ne? In der Mitte dicker, vorne und hinten ein bisschen dünner. Schön 3D-gefrästes Muster drin, angenehme Rille. Nicht scharf, aber gibt doch ein bisschen einen Grip. Sieht wirklich super aus. Lanyard Hole. Ganz schöne Holzgriffe. Hier ist ein hauchdünn, sind die ein bisschen kleiner. Holz, naja gut. Wird mit der Zeit noch ein bisschen kleiner, wenn es nicht ganz trocken ist. Also da ist ein kleiner Grat zu spüren beim Übergang, aber nichts Dramatisches, aber man spürt es. Die werden wahrscheinlich vorher schon fertig gemacht und nicht erst hier auf dem Metall runtergeschliffen. Sehr schön. Super Handlage. Mit Sicherheit auch gut mit Handschuhen. Geil. Vom Gleich zum M2. Länger, breiter, höher, stärker. Sie schreiben, Sie haben ja diesmal 5 mm Klinge genommen und läuft in einen sauberen Flachschliff darunter. Schauen wir doch mal. Jawohl. Aber sowas von genau 5,0 mm. Sauber. Brutal hohe Klinge. 4 cm,
4 cm hohe Klinge und 11 cm Länge. Bis zum Griff hier haben wir genau 11 cm und eine Gesamtlänge von, naja, bis wirklich bis Anschlag hier unten 23,4. 23,4 und hier 11 cm Klinge bis hier zum Griffstück. Sauber. Noch kurz zum Gewicht, dann haben wir auch schon die ganzen wichtigen Eckdaten erfasst. Das leere Messer bringt 231 Gramm auf die Waage in Unzen, genau 8,2 Unzen. Noch mit Scheibe dazu sind wir bei 10,5 Unzen beziehungsweise 298 Gramm, also knapp 300 Gramm. Das ist okay. Richtig schönes Messer für draußen. Mit dem Holzgriff. Kein militärischer Taktiker oder so. Richtig schön. Natürlich wirkender Eindruck, was mir gefällt. Kein Fingerchoil, wo man hier nochmal 1,5 cm Schneide verliert. Ist auch schön hoch. Kannst du wieder mal was streichen. Schneiden. Batone dürfte auch gut gehen. Neolox Stahl. Verwenden sie ja neuerdings gerne an den ganzen neuen Modellen. Neolux. Lion Steels neuer Lieblingsstahl. Nochmal einen Größenvergleich zu meinem Franke. Ja, da ist die Bowie-Klinge noch einen halben Zentimeter länger. Für den Griff einen halben Zentimeter kürzer. Niemeyer Custom. Noch ein bisschen stärker der Griff. Auch noch ein bisschen länger die Klinge. Dafür ist hier der Griff wieder einen halben Zentimeter lang. Also hat einen recht langen Griff. Wahrscheinlich auch interessant für Leute mit wirklich großen Händen. Können dieses Messer immer noch hervorragend bedienen. Wahrscheinlich auch mit Handschuhen. Großer, angenehmer Griff. Drei richtig tolle Klopper hier. Ja, er ist schlank, der Griff. Wenn man den Griff vergleicht, wirkt da doch durch die Fischform recht schlank, elegant und liegt eng in der Hand. Ja. Angenehm. Hier hast du ein wenig mehr Oberfläche, da kriegst du mit Sicherheit den Druck ein bisschen besser verteilt. Doch, aber vom Umfang haben wir hier noch ein bisschen geringeren Umfang. Aber schön hier oben. Sauber geschnittenes Chimping und auch schön aggressiv. Also das hält den Daumen von der Schärfe her. Ich habe ja letztens gemerkt, da kann man prima. Die sind so sauber rechtwinklig geschliffen. Die ist ja fast ein bisschen gebrochen, aber hier, wo das Chimping ist, damit kann man wunderbar an Feuerstahl anreißen. Müssen wir mal testen, ob das mit dem hier auch geht. Ja, man merkt es euch. So die Größe vom Gewicht her noch recht leicht. Wird auch das Holz dazu beitragen. Die Griffschalen werden wahrscheinlich nicht viel wiegen. Aber schön. Schön scharf ist es auch. Und wirklich ab Werk. Laser scharf. Das passt, die Schärfe. Thank you.
Das können sie, die Jungs in Maniago. Tolle Taschenmesser und tolle Fixblades bauen. Hier oben im Chimping sieht man so ein bisschen die Bearbeitungsspuren. Ne? Das hätte man da nochmal ein bisschen nachpolieren dürfen. Nichts Dramatisches, jammern auf hohem Niveau. Aber okay, vor allem der Preis. Ne? Das ist hier so ein 130 Euro Messer. Und dann kriegt man doch schon schönes Messerchen hier. Neolux Stahl, 11 cm Klinge, 5 mm stark, 4 cm hoch, etwas über 23 cm Gesamtlänge. Das ist doch ein schickes Messer hier in der 130 Euro Preisklasse. Finde ich, kann man nicht meckern. So gibt es eine praktikable Ledersteckscheide oder auch ein Molle-kompatibles so Nylon-Scheide bei der Ausführung mit dem G10. Also Leute, heute mal ganz kurz. Das M3 von Line Steel. Muss ich sagen, ist wirklich, habe noch nichts damit gemacht, aber es gefällt mir schon mal ganz gut. Das Holz ist wirklich ein ganz tolles Griffmaterial, dieses Olivenholz, und ganz, ganz schön hier diese ganz feine Riffelung hier reingefräst, und das Fischtail trägt dazu bei, dass das Ding angenehm in der Hand liegt. Also ich denke mal, das M3 von Line Steel wird auch ein guter und beliebter Buschkrafter werden, vor allem in dem Preissegment. Es ist ein ganz tolles Messer. Also Leute, bleibt gesund, haltet eure Fixblades scharf und einsatzbereit. Verwendet sie, weil dafür sind sie gemacht worden. Stellt sie ebenfalls vor. Wir sehen uns hier wieder auf dem Kanal, wenn es was Neues gibt. Und hier wird es bald wieder was Neues geben und auch aus Italien. Ja, die Messerchen können sie bauen, die Jungs da unten. Also Leute, fertig.